Bonjour, hello, guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Europäischen Gespräch 2016. Ich bin Melinda Crane und ich freue mich sehr, dass ich Sie wieder als Moderatorin in diesem Jahr begleiten darf. Der Weg nach Brüssel war in diesem Jahr weder so leicht logistisch noch emotional wie sonst. Und umso dankbarer sind wir, dass Sie alle den Weg nach Brüssel gefunden haben. Wir möchten im Namen der Gastgeber mit dem diesjährigen Gespräch auch im Gedenken an die Opfer der Anschläge beginnen. Noch nie in der Geschichte der EU war das europäische Gespräch, war die europäische Einheit, die europäische Solidarität so wichtig wie jetzt. Und so lautet der Titel unserer Diskussion in diesem Jahr: Europa kann es besser. Europa kann mehr und zielgerichteter investieren, um Produktivität und Wohlstand zu fördern. Es kann die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch die Mitbestimmung stärker einbinden in die Gestaltung des Wirtschaftslebens. Es kann junge Europäer leistungsfähiger und fairer ausbilden und dabei die Zukunft sichern. Wie das alles gelingen kann, das werden wir in eine Keynote und in eine Reihe von hochrangigen Workshops mit hervorragenden Experten erörtern. Wir werden beginnen mit einem Blick von außen, was Europa besser machen könnte. Das ist das Thema, eine Keynote vom Nobelpreisträger Joseph Stiglitz. And let me take this opportunity to extend a very warm welcome to him and to all of our other international guests. Und nur ein kurzer Hinweis, einige unserer Redner werden auf jeden Fall in Englisch vortragen, falls Sie eine Übersetzung brauchen. Wir haben Headsets dafür, sie sind draußen auf dem Tisch im Foyer, also bitte holen Sie ein Headset, damit Sie kein Wort verpassen. And just very briefly for our French-speaking and English-speaking guests, we do have translation headsets for you. We do have translation into English and into French, so if you do need a headset, please go outside, they are on the table in the foyer. Und nun beginnen wir das Europäische Gespräch 2016 mit einer Begrüßung und einem kurzen Dialog mit unserem Gastgeber. Bitte freuen Sie sich mit mir auf den Sprecher der Geschäftsführung der Hans-Böckler-Stiftung, Michael Guggemos. Wenn Sie bitte zur Bühne kommen. Guten Tag. Lieber Michael, herzlich willkommen. Das europäische Gespräch gibt es seit ziemlich lange. Es ist inzwischen eine ziemlich etablierte Tradition. Was erwarten Sie davon? Was erhoffen Sie zu bewirken mit dem europäischen Gespräch in allgemein? Zuerst mal herzlichen Dank für das freundliche Willkommen. Ich darf Sie auch ganz herzlich im Namen der Hans-Böckler-Stiftung und gemeinsam mit meinem Geschäftsführerkollegen Wolfgang Jäger hier in Brüssel willkommen heißen. Es freut mich, dass Sie da sind. Und ich darf auch sagen, und dann komme ich gleich zu einem Punkt, ich freue mich ganz außerordentlich, dass dieses Jahr wieder viele Stipendiaten und Stipendiatinnen von der Hans-Böckler-Stiftung, der Friedrich-Ebert-Stiftung und auch viele Vertreter des Netzwerks Plurale Ökonomie hier bei uns sind, um gemeinsam mit uns zu diskutieren. Ja, das europäische Gespräch gibt es schon länger. Das europäische Gespräch war, als es begonnen wurde, ich sage mal ein bisschen despektierlich, eher so etwas wie der Wanderausflug der Hans-Böckler-Stiftung nach Brüssel, um sich ein bisschen über europäische Politik zu informieren. Und im Laufe der Jahre hat es sich entwickelt zu etwas, und das wollen wir weiterentwickeln, zu einem Forum, wo über alternative Politik für Europa gesprochen wird. Wir haben, Sie haben das ja selber gesagt, Frau Crane, eine Situation in Europa, wo vieles fehlläuft. Wir haben eine Politik der Austerität anstatt der gegenseitigen Solidarität. Wir haben eine Politik des Sparens nach der Methode einer schwäbischen Hausfrau, anstatt eine Politik des Investierens zu machen, um Europa voranzubringen. Und darüber, über die alternativen Wege zu diskutieren, über die Möglichkeiten von jungen Leuten, ordentliche Bildung und gute Arbeit zu bekommen,
Dafür wollen wir ein Blatt schaffen, eine Debatte zu führen, um voranzukommen, um zu zeigen, es gibt nicht nur den Austeritätskurs der Europäischen Kommission und der Nationalregierungen, sondern es gibt auch alternative Möglichkeiten, in Europa voranzukommen. Denn Sie haben ja richtig gesagt, Europa kann es wirklich besser. Genau. Und wie vorhin gesagt, das ist der Titel der diesjährigen Veranstaltung. Was genau ist für Sie dabei das Wichtigste, wenn es darum geht, dass Europa es besser macht? Was würden Sie unterstreichen als vielleicht die absolut höchste Priorität? Für mich wäre die absolut höchste Priorität, dass die Regierungen, dass diejenigen, die vertreten, endlich Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, in die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Prioritäten sollen ganz laut genau. ausgesprochen Das ist ja, werden. Das ist ja ordentlich, deswegen hat man ja Moderation, dass einem da geholfen wird. Also, ich bin sehr davon überzeugt, dass das Vertrauen in die Bürgerinnen und Bürger, das Vertrauen in die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das Zentrale ist. Anstatt deren Interessen immer zu missachten, auf deren Kreativität, auf deren Fähigkeiten, auf deren Wissen und Möglichkeiten zu setzen, das ist der Punkt, wie Europa vorankommt. Wir brauchen kein Europa der Bürokratie, sondern wir brauchen ein Europa der Menschen, der Solidarität und des gemeinsamen Helfens. Vielen Dank. Und deswegen legen wir so viel Wert auf das Gespräch, auf den Austausch. Und wir beginnen auch gleich jetzt damit. Vielen herzlichen Dank, Michael Gügemos.